Geländewagen für das längere Reisen? Oder doch eher ein Offroad-Spaßmobil mit der Möglichkeit, darin zu übernachten? Das muss der Kunde entscheiden. Der kleine Jeep Wrangler wird durch das Hardtop mit Aufstelldach von Gazelle und die damit verbundene 39 cm Heckverlängerung begeh- und bewohnbar, ohne die Geländegängigkeit zu beeinflussen. Wir testen ein Auto von Toms Fahrzeugtechnik. Dieser importiert das Dach vom Hersteller Gazelle und baut den Innenraum nach Kundenwunsch um, im funktionellen Flightcase-Design. Praktisch, stabil, in höchster Qualität verarbeitet, aber schnörkellos. Auf Wunsch sogar mit Toilette, Frisch- und Abwassertank. Optional kann der Kunde auch den passenden Innenausbau aus GFK direkt von Gazelle beziehen und einbauen lassen. Unser Testmobil kommt mit verbauter Rücksitzbank. 5 Personen können so regulär transportiert werden. Der Platz im Heck ist aber recht überschaubar für das Leben zu zweit. Um den Wohnraum zu vergrößern, kann der Jeep auch auf 2 Sitzplätze umgebaut werden. Die Stehhöhe bei aufgeklapptem Dach ist mit 2,13 Meter erstaunlich gut bemessen. Jedoch tritt man nur auf einer Fläche von 30 x 43 cm, sobald das Bett ausgezogen ist. Zum Umziehen reicht es. Leicht ist das Gazelle Hardtop auf alle Fälle. Die Achsen werden mit 80 bis maximal 200 kg zusätzlich belastet, je nach Innenausbau. Gespart wurde aber nicht nur am Gewicht, sondern im Detail auch in der Verarbeitungsqualität beim Hersteller. Das Dach könnte an einigen Stellen robuster laminiert werden, um Risse zu vermeiden. Hier sollte Gazelle nacharbeiten und mehr Material auftragen. Der Clou an der Sache? Nach dem einmaligen Einbau durch Toms Fahrzeugtechnik soll das Hardtop auch für Laien einfach an- und abschraubbar sein. Zur Geländegängigkeit des Jeeps muss man eigentlich nichts sagen. Mit der 305er BF Goodrich Bereifung und dem Koni-Fahrwerk wühlt sich der Offroader durch fast jedes Gelände, ohne dass man das Hardtop im Rücken merken würde. Unser Fazit? Ein Auto für kompromisslose Offroader und kompromissbereite Camper, die auf einen großen Wohnraum verzichten können, aber trotzdem im Trockenen sitzen und schlafen möchten.